Das Ostseestadion, vor mehr als 50 Jahren erbaut, dann modernisiert und heute unter dem Namen DKB Arena Heimspielstätte des FC Hansa Rostock. Grund genug, uns mit der Historie des Stadions ein bisschen zu beschäftigen. Bevor wir das aber tun, gibt es ein Porträt über einen Jugendspieler, der derzeit mächtig in den Schlagzeilen steht. Jung, ehrgeizig, erfolgshungrig. Wir stellen vor Nils Quaschner, Torjäger bei den A-Junioren der Kogge und Auswahlspieler des DFB. Wohl kaum ein Spieler, der von den Stadtwerken Rostock geförderten Nachwuchsakademie stand zuletzt so im Mittelpunkt wie der 17-jährige gebürtige Stralsunder. Und dafür gibt es allerlei Gründe. So konnte Nils zuletzt bei der U17-WM in Mexiko mitwirken. Zwar verhinderte eine Grippe mehr Einsätze, dennoch konnte Quaschner sein Können gegen Ecuador andeuten. War natürlich eine schöne Erfahrung so an sich, aber halt ärgerlich, dass ich nicht so viel gespielt habe für mich, dass ich dann auch noch krank wurde. Angefangen hatte er als kleiner Knirps bei Pommern Stralsund. Von den Eltern zuerst zu diesem neuen Hobby quasi überredet, wurde er später von den Scouts des FC Hansa entdeckt. Diese sollten ihn dann aber ohne große Überredungskünste nach Rostock lotsen. Das war wirklich, da bin ich ehrlich, also das war der beste Schritt, den ich machen konnte eigentlich. Und es sollte auch nicht lange dauern, bis der noch junge Nils auf sich aufmerksam machte. Durch Tore und Leistung überzeugte er schließlich auch die Späher des DFB und ist seit einiger Zeit fester Bestandteil in den jeweiligen U-Nationalmannschaften. Aber nicht nur dort konnte Quaschner bereits Erfolge verbuchen. So gehörte er unter anderem zur A-Jugendtruppe, die 2010 für Hansa die erste deutsche Meisterschaft im Jugendbereich gewann. Und auch Ende letzter Saison konnte man sich dort, auch dank seiner Einsätze, bis in das DFB-Pokalfinale spielen. Sportliches Vorbild ist übrigens Thierry Henry, von dem er auch ein Trikot an der Wand hat. Weil er vom Spielertyp ähnlich ist wie ich, also ein großer, robuster Stürmer, der schöne Tore macht und so an sich ist mir einfach sympathisch. Das Zimmer im Hansa-Internat teilt sich Nils mit Teamkollegen Erik Kemsis, den man ebenfalls im Blick behalten sollte. Hier muss er, neben dem Zocken an der Playstation, auch ab und an über Hausaufgaben brüten. Denn in diesem Jahr will er neben dem Fußball auch den Realschulabschluss fertig machen. Danach soll es dann auch das Fachgymnasium für Wirtschaft in Rostock gehen. Ach ja, und die Playstation. Irgendwann mal dort seinen eigenen Namen in einem Spiel finden. Das wäre doch was. Ja, das wäre nicht schlecht. Bei FIFA würde ich mich auf jeden Fall immer nehmen. Etwas, was man Nils Quaschner sicherlich nicht nur zutraut, sondern dem sympathischen Hanseaten sicherlich auch wünscht. Unser Stadion. Vormals Marsfeld, heute Sportfeld. Arbeiterhände schufen hier die Winde. Geben unserer neuen Zeit das Gepräge. Schaut hier, ihr Völker der Erde, was hier geschafft. Geschah durch des Volkes Wille, geschah durch des Volkes Macht, kündet unseres Volkes Leben und Kraft. Gemeinsam schufen hier Freiwillig aus nah und fern, groß und klein, Aktivisten der Arbeit, Meister des Sports, Arbeiter aus Stadt und Land, aus Ost und West unserer Heimat, um dich, Stadion deiner Bestimmung, termingerecht zu übergeben. Um die Liebe zur Heimat, zum Meer und zum Strand mit dir zu verbinden, wirst du Oststadion genannt. Hans Südow, 27.06.1954. Worte, die auch am 27. Juni 1954 bei der feierlichen Eröffnung des Ostseestadions gesprochen wurden. Seither hat die Spielstätte des FC Hansa Rostock einiges erlebt. Es waren die sportlichen und ehrgeizigen Pläne der 50er Jahre, die den Bau einer großen, modernen Sportanlage notwendig machten. In diesem zerstörten Rostock nach dem Kriege gab es schon lange Überlegungen, ein Stadion zu bauen, und zwar genau an dieser Stelle. Denn hier war das sogenannte Aufmarschgelände der Nazis. Das heißt, dass hier marschierten dann die Kolonnen der SA, der SS und so weiter auf. Und da gab es drüben schon einen Wall und auf der anderen Seite einen Wall, wie so ein Stadion ohne vorn und ohne hinten.
Allerdings waren die Kassen der DDR und der Stadt nicht gerade prall gefüllt. Daher musste eine andere Lösung her, als das Ostseestadion aus rein staatlichen Geldern zu bauen. Und dass die Bevölkerung mitgemacht hat, das war einfach der Tatsache geschuldet, dass alle etwas neu aufbauen wollten. Es gab eine große Euphorie und da haben also die Menschen Aufbaustunden geleistet. Hunderte von Menschen, die also hier dabei waren. Mehr als 200.000 freiwillige Arbeitsstunden wurden durch die Bevölkerung geleistet. Am 27. Juni 1954 dann die prachtvolle und feierliche Eröffnung des Ostseestadions. Die Endkämpfe der Leichtathletikmeisterschaft der DDR sollten hierbei im Mittelpunkt stehen und offenbarten allen auch eines. Der Hansestadt Rostock fehlte es an einer hochklassigen Fußballmannschaft. Wenige Monate später passierte schließlich das Unglaubliche. Die Elf von Empolauter, die in der höchsten Spielklasse damals kickte, wurde kurzerhand an die Ostsee delegiert. Von heute auf morgen musste das Team aus Thüringen seine Taschen packen und ab sofort an der Ostsee den Ball hinterherjagen. Durch die Zwangsverfrachtung wurde aus Empolauter nun Empor Rostock. Berührungsängste hatten die Fußballfans in Rostock mit dem neuen Club nicht. Von Beginn an kamen sie in Scharen, um die Spiele im Ostseestadion zu verfolgen. 1965 dann auch die Umbenennung des Vereins. Und auch hier sollten wieder die Bürger der Stadt mit einbezogen werden. So waren es Vorschläge aus dem Volk, die dazu führten, dass die Kogge im Vereinswappen verewigt wurde und der Verein von nun an FC Hansa Rostock hieß. Ob unter Empor oder später unter Hansa, in den 50er und 60er Jahren erlebte das Ostseestadion großartigen Fußball und großartige Spieler. Ob Legenden wie Herbert Pankau oder Kurt Zapf, ob Jürgen Heinsch oder Klaus-Dieter Seehaus, sie und viele weitere brillierten und führten den Club zu mehreren Vizemeisterschaften. Und auch internationale Kracher wie OSG Nizza, Florenz und Inter Mailand gastierten im Messecup zum Kräftemessen an der Ostsee. Währenddessen wurde auch immer und immer wieder am Stadion gewerkelt. So kamen Tribünenüberdachung, Anzeigetafel oder Flutlichtanlage über die Jahre hinzu. Nach dem Gewinn der letzten DDR-Meisterschaft 1991 und aufgrund des damit verbundenen Aufstiegs in die erste Bundesliga der nun wieder Vereinten Nation stand dann auch die erste ganz große Modernisierung an. Mehr als 8 Millionen D-Mark mussten damals aufgebracht werden, um das Ostseestadion an westdeutsche Standards anzupassen. Etwas, was nicht immer nur auf Gegenliebe bei den Anhängern der Kogge stieß. Das Ostseestadion sieht jetzt aus wie ein Knast, wenn ich den Stahlzaun sehe, hier flimmern. Ja. Mehr gesichert sind unsere Knast auch nicht. Ja, die noch davor. Ja. Ob Abstiege oder Aufstiege, gerade auch die 90er Jahre waren nicht nur turbulent für den Verein, nein, ganz sicher auch für sein Stadion. Von Gegnern wie dem SV Meppen bis hin zum FC Bayern München oder dem FC Barcelona, sie alle gastierten hier. Ende des Jahrtausends sollte dann aber auch für das alte Ostseestadion die Zeit der Veränderung kommen. Eine neue, moderne Arena musste her, um den Verein konkurrenzfähig zu halten. Erfolgreich sind sie letztes Jahr gestartet, die neuen Formate des FC Hansa Rostock. Und nun möchte der Verein genau daran anknüpfen und den Anhängern der Kogge noch mehr Service bieten. Wir haben am Anfang der Saison uns überlegt, eine neue Abteilung zu gründen, die nennt sich Medien und Kommunikation, kurz und knackig Hansa Media. Und damit verfolgen wir den Zweck, den Verein, den Hansa-Fans noch näher zu bringen, so auf allen Ebenen, also in Schrift, Ton und Bild. In Zukunft wird sich also die neu geschaffene Abteilung Medien und Kommunikation, kurz Hansa Media, um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins kümmern. Aber nicht nur Pressekonferenzen, Medientermine und Co., die in nicht unerheblichem Maße jede Woche anfallen, stehen auf der Tagesordnung der Abteilung. So werden auch Hansa Fan TV und das Fanradio weiterhin aus den Stadien berichten, um die Anhänger der Kogge auf dem Laufenden zu halten. Und unter www.fc-hansa.tv präsentiert sich zudem ein neuer Look. Der Look von Hansa TV.
Dort kann man in Zukunft unter anderem alle Bundesligaspiele des FCH in voller Länge oder als Zusammenfassung auf Abruf sehen und noch viel, viel mehr. Wer sich noch ausführlicher über die Neuerungen informieren möchte, dem wollen wir die Internetseite des Vereins ans Herz legen. One, two, come, let's go. Go, go, go. Und das sind alte Utensilien, sag ich mal, aus dem alten Ostseestadion, die ich mir, wollen wir sagen, ausgeborgt habe und die jetzt hier immer noch stehen. Und zum Beispiel hier, Blocker, da gehen, guck mal hier, alles alte Rost aus dem Ostseestadion. Blocker war so in der Nähe vom Gästeblock und wird sich wohl wahrscheinlich jeder daran erinnern, wahrscheinlich auch die Gästefans. Und Block J haben wir hier noch. Das sind so, ja, die schönen Zäune, ne? Also mir ist das, also mir fiel das Herz an zu bluten, als ich damals den Umbau miterlebt habe. Und da haben sie gerade die Südtribüne abgerissen, was jetzt von vielen Heimat geworden ist. Und habe ich einfach ein paar Zaunfelder mitgenommen und habe die jetzt schon quer durch Deutschland geschleppt. Ich habe dann lieber das Herz gebracht, die wegzuschmeißen. Werde ich auch nicht machen, weil das sind alte Reliquien. Ja, und sowas schmeißt man natürlich nicht weg, ne? Ist ja klar, da hängt noch ein bisschen Herz dran und an die alten Zeiten. Und die kommen zwar nicht wieder, die alten Zeiten, aber man kann drauf aufbauen. Das hier sind mit die letzten Überreste des Ostseestadions. Inzwischen ist aus der alten Spielstätte des FC Hansa eine hochmoderne Arena hervorgegangen. Der Schritt war im Jahre 2000 notwendig geworden. Die Anfang der 90er Jahre ausgeführten Ausbesserungs- und Sanierungsarbeiten reichten nicht mehr aus, um die Kogge langfristig konkurrenzfähig zu halten. Daher musste ein fast komplett neuer Fußballtempel her. Grundsteinlegung dann im April 2000 durch den damaligen Präsidenten Eckhard Rehberg. Danach kamen die Bagger und das bei laufendem Spielbetrieb. Stück für Stück wurde etwas eingerissen, Stück für Stück entstand aber auch etwas Neues. Nach 16 Monaten stand dann die neue Festung der Ostseekicker. Im August 2001 rollte der Ball zum ersten Mal in dem nun komplett fertiggestellten Schmuckkästchen. 29.000 Zuschauer passen seitdem rein, die sich auf 20.000 Sitz- und 9.000 Stehplätze aufteilen. Und auch 26 Logen kamen hinzu, ebenfalls eine große Business Lounge. Gekostet haben diese Umbaumaßnahmen 55 Millionen D-Mark. Geblieben ist vom alten Ostseestadion vor allem eines: die markanten Flutlichtmasten, die seit 1978 aus der Silhouette der Stadt nicht mehr wegzudenken sind. 2007 kam dann auch ein neuer Name. Aus dem Ostseestadion wurde die DKB Arena, wodurch der Verein einen nicht unerheblichen Teil seines Etats in Zukunft schultern konnte. Ob Ostseestadion oder DKB Arena, erlebt hat das alte und neue Stadion schon vieles und wird hoffentlich in Zukunft wieder erstklassigen Fußball sehen dürfen. Und ach ja, wir haben dann doch noch einen Teil des alten Ostseestadions finden können. Ganz versteckt in einem Garten. Hier hat es Bauherr René Schubert aus Originalteilen des ehemaligen Ovals errichtet. Das alte Stadion ist weg gewesen, dann hat man da gehört, ja, weggeschmissen. Und dann denkst du, Mensch, du kannst ja alles wegschmeißen, musst du irgendwas machen. Warum habe ich das gemacht?
Hilfe hierbei gehabt oder ganz allein? Ja, meine Nachbarn haben mir geholfen und na, meine Frau, ne? Die muss erstmal abnicken alles, der Ingenieur. Und dann, naja, und dann war es eigentlich knapp ein Dreivierteljahr Bauphase. Derzeit wird das kleine Ostseestadion aber saniert. Bis zu 36 Personen haben dann hier Platz. Ausverkauft ist es meistens vor allem dann, wenn der berüchtigte Schubert Cup ausgespielt wird. So wird im Garten also Tradition erhalten. Und in der neuen DKB Arena wird hoffentlich auch in Zukunft weiter positive Geschichte des Vereins geschrieben. Der erste Sieg soll her. Nach drei unentschiedenen Folge will die Kogge am Freitag gegen die Alemannia aus Aachen 3 Punkte einfahren. Am liebsten wäre es der Vollmann-Truppe dann natürlich auch, wenn wieder die Null hinten dabei stehen bleibt. Und für alle, die am Freitag nicht live in der DKB Arena sein können, dem sei das Hansa-Fanradio ans Herz gelegt. Und für das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am 9. September verlosen wir 5x2 Eintrittskarten. Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an gewinnspiel@juni-media.com.